Sieht so aus, als würde es dir wieder besser gehen. Stimmt, sie war ja auch krank gewesen. Und sie hat sich einfach mal da so hingelegt. Interessant. Eine hochgezogene Augenbraue ist die Belohnung für meine Worte. Besser als was? Besser als gestern. Lynn denkt ernsthaft über meine Frage nach. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe mich für einen Teil von gestern ziemlich gut gefühlt. Für einen Teil von gestern? Klingt doch wie komische Formulierung. Aber es ist alles ein bisschen vage. Zu viel von der Medizin? Naja, ich habe geschlafen. Und das ist normalerweise ziemlich gut. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie es sich anfühlt zu schlafen, weil ich dabei nicht wach bin. Ach ja, ich liebe Erlin, muss ich schon sagen. Das ist ein echtes Problem. Allerdings, wenn ich wüsste, wie gut es sich anfühlt, könnte ich vielleicht gar nicht mehr schlafen. Aber auf diese Weise versuche ich es weiter. Also hilft es mir vielleicht dabei, nicht zu übermüden. Ein ewiges Mysterium, das dich nachts schlafen lässt? Vielleicht ist Mysterium das falsche Wort. Nicht-Greifbarkeit würde es vielleicht besser beschreiben. Verstehe. Nein, ich verstehe gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Aber das ist okay. Das ist fast immer so. Erinnerst du dich daran, wie sich Schlaf anfühlt? Zum Beispiel gestern. Erinnerst du dich daran, wie du dich gestern beim Schlafen gefühlt hast? Naja, ich habe ehrlich gesagt gestern nicht viel geschlafen. Vielleicht, weil du dich unterbewusst daran erinnerst? Eigentlich liegt es wohl eher daran, dass ich mir Sorgen um Emi gemacht habe. Macht sich Emi nicht selbst schon genug Sorgen um sich? Das hatte ich so noch gar nicht bedacht, aber es stimmt mich nachdenklich. Stimmt, aber würde sie um Hilfe bitten, wenn sie sie bräuchte? Lin runzelt die Stirn und ich hebe eine Augenbraue. Werde ich eine normale Antwort kriegen? Wahrscheinlich nicht. Gibt es etwas, weswegen sie um Hilfe bitten sollte? Zum einen ihr Bein. Und das scheint Lin zu interessieren. Bein? Es ist verletzt, aber sie will damit nicht zur Schwester gehen. Lin schüttelt missbilligend den Kopf. Du musst sie dazu bringen. So wie sie mich dazu bringt, zum Unterricht zu gehen. Zu ihrem eigenen Besten. Sonst könnte sie ihre Beine wieder verlieren. Und das wäre ziemlich bizarr. Etwas zweimal zu verlieren. Besonders wenn man es zwischendurch nicht wiedergefunden hat. Es sei denn, Prothesen zählen als wiedergefunden. Aber das ist eine andere Art von verloren, oder? Ich denke schon. Ich frage mich. Was fragst du dich? Emi scheint sich an Rin und mich herangeschlichen zu haben, obwohl Rin nicht sonderlich überrascht aussieht, was wohl wiederum auch nicht wirklich überraschend ist. Rin schafft es geschickt, sich aufrecht hinzusetzen, indem sie ihren Oberkörper nach vorn wirft und sich mit Hilfe des Impulses aufrichtet. Dein Bein, wie fühlt es sich an? Das bringt mir ein Stirnrunzeln und einen bösen Blick ein. Es ist okay, denke ich. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Sagt das Schwester. Er besteht darauf, dass du bei ihm vorbeischaust, weißt du? Emi schmollt, als hätte man sie gerade unter Hausarrest gestellt. Er macht sich zu viele Sorgen. Ist doch keine große Sache, nur ein bisschen wund. Ich gebe mir Mühe, nicht frustriert die Augen zu rollen. Wenn es nichts ist, dann solltest du ihn doch ohne Probleme besuchen können, oder? Emi fixiert mich argwöhnisch. Hat er dir das eingeredet? Naja, vielleicht ein bisschen. Aber darum geht es nicht. Ich hätte dich auch so daran erinnert, zu ihm zu gehen. Es wäre doch furchtbar, wenn du dich ernsthaft verletzen würdest und ich hätte nichts dagegen getan. Das würde alles noch viel schlimmer machen. Und ich will nicht, dass du dich verletzt, weißt du? Halt mich für verrückt, aber mir wäre es lieber, du wärst glücklich und gesund. Mit jedem Satz schmilzt Emis Stirnrunzeln ein wenig mehr zusammen und am Ende grinst sie sogar, wenn auch ein wenig scheu. Naja, wenn du es so sagst, dann werde ich wohl zu ihm gehen müssen. Sonst machst du dir immer weiter Sorgen und jammerst mir die Ohren voll, oder? Genau,
Ich werde dir andauernd damit auf die Nerven gehen und das könnte unsere Dates beeinträchtigen. Wie ist das Essen, Hisao? Geh zu Doc, Emi. Wie war dein Tag, Hisao? Geh zu Doc, Emi. Ich meine natürlich, geh zu Schwester, Emi. Geh zu Schwester, Emi. Hisao, wie findest du meine Geh zu Schwester, Emi! Siehst du, gar nicht gut. Emi kichert bei meinem Versuch, ihre Mädchenstimme zu imitieren und schubst mich freundschaftlich. So hoch ist meine Stimme auch nicht, du Idiot! Ich fand es ziemlich gut, der Blick. Emi und ich starren Rin eine Weile an, bevor ich anfange zu lachen. Emi verschränkt ihre Arme und schmollt, als ob sie beleidigt wäre. Ihr seid beide Idioten! Solche abscheulichen Verunglimpfungen von euch, junge Dame. Es trifft mich zutiefst, dass ihr mich einen Idioten nennen würdet. Fürwahr, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Emi streckt mir die Zunge heraus. Esel! Das habe ich als Beleidigung seit Jahren nicht gehört. Oder gelesen. Esel. Also, Lin, wie läuft es denn so im Kunstclub? Lin scheint von diesem plötzlichen Themawechsel genauso überrascht zu sein wie ich und lässt sich eine Minute Zeit mit der Antwort. Ich glaube, alles ist in Ordnung. Auch wenn Nomiya mir immer sagt, ich soll mir mehr Mühe geben. Aber ich glaube, er versteht meine Methoden nicht. Er kam mir immer schon etwas unheimlich vor. Lin denkt eine Weile über diese Bemerkung nach. Ist mir nie richtig aufgefallen. Aber ich achte meistens nicht auf ihn. Vielleicht liegt es daran. Wie oft trefft ihr euch? Willst du beitreten, Hisao? Was? Nein. Ich habe mich schon entschieden, einem anderen Club beizutreten. Wirklich? Welchen denn? Naja, ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich ein Club. Oh, du bist einem Teeklub beigetreten? Nein, ich bin dem Naturwissenschaftsclub beigetreten. Denke ich. Also hast du dich jetzt doch dafür entschieden schon, oder wie? Weil offiziell ist es ja eigentlich noch nicht. Emi sieht hochgradig verwirrt aus. Wir haben einen Naturwissenschaftsclub? Nicht wirklich. Ich bin das einzige Mitglied. Hisao, das ist kein Club. Da bist du in deinem Zimmer beim Bücherlesen. Nein, ich meine, es sind nur ich und Muto. Ich bin nur bisher der einzige Schüler. Muto? Echt? Ihr scheint etwas einzufallen. Oh, habt ihr darüber gestern gesprochen? Dein Treffen mit Muto? Ja, das war wohl unser erstes Treffen, denke ich. Emi kichert. Schreber! Hey, ich kann nichts dafür, dass ich so schlau bin. Weißt du, ich hätte deine Hilfe schon vor Jahren gebrauchen können. Du hättest deinen Herzanfall früher haben sollen, Hisao. Ich lache und bemerke dann, dass dies eine der seltenen Gelegenheiten ist, wo ich über meinen Herzanfall lachen konnte. Ja, hinterher. Ja. Das Läuten der Glocke beendet unser Gespräch. Lin sieht die ganze Zeit so aus, als würde sie nebenbei noch ein Nickerchen halten. Wir brechen wohl besser auf. Ja, denke ich auch. Komm schon, Lin, du auch. Okay, sie erscheint tatsächlich. Lin ist anscheinend kurz weggenickt und da versetzt Emi ihr einen unsanften Stoß. Beinahe hätte ich es gehabt. Das Gefühl, wie gut sich Schlafen anfühlt. Tut mir leid, aber du musst zum Unterricht. Finde ich nicht, aber vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich im Unterricht etwas schlafe. Ein Ortwechsel ist bei solchen Dingen oft sehr hilfreich. Weder Emi noch ich fragen, wovon sie redet. Ich glaube, es ist immer noch dieses, wie fühlt sich Schlafen an. Als wir an meinem Klassenzimmer ankommen, gibt Emi mir einen schnellen Kuss und verschwindet dann mit Lin im Schlepptau den Flur hinunter. Oha. Ich wende mich der Klassenzimmertür zu und stehe Shizune und Micha gegenüber. Ich glaube, seit wir auf die Route gekommen sind, ist es das erste Mal, dass wir die beiden im Doppelpack haben. Ansonsten war es meistens immer Micha alleine gewesen. Micha kämpft tapfer gegen einen Lachanfall, während sie Shizunes Vortrag übersetzt.
Wir sind zwar erfreut, um nicht zu sagen begeistert zu sehen, wie schnell du neue Freunde gefunden hast und Beziehungen eingegangen bist. Und noch dazu mit so einem süßen Mädel hitschern. Ich denke, der letzte Teil kam wahrscheinlich von Micha. Nichtsdestotrotz sehen wir uns dazu gezwungen, dich freundlich daran zu erinnern, dass öffentliche Zuneigungsbekundungen strikt verboten sind. Wirklich? Oh, wie schade, Hitschern. Laut Abschnitt 8 der Verhaltensregeln im Schülerhandbuch. In diesem Fall jedoch könnte das Unwissen über diese Regel deinen Verstoß entschuldigen. Und da wir heute großzügig sind und die Formulare, die notwendig wären, um euch beide zu bestrafen, nur die bereits immense Arbeitsbelastung, die auf uns, den einzigen Mitgliedern des Schülerrats, lastet, verschlimmern würde. Und weil ihr zwei einfach zu süß zusammen seid, und deshalb ist dies eine formelle Verwarnung. Und bitte seht in Zukunft von solchen zur Schaustellung ab. Zumindest wenn Hitschern euch sehen kann. Hitschern! Das ganze Geschwafel ist so lächerlich, dass ich einfach im gleichen Stil antworten muss. Nun, ich für meinen Teil fühle mich erleuchtet. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für meine unbedachten Handlungen. Ich werde mir Mühe geben, in Zukunft meine niederen Instinkte besser zu unterdrücken, die ich, wie ich fürchte, diese unangebrachte öffentliche Zuneigungsbekundung verursacht haben. Es ist mitnichten mein Wunsch, einen bereits überarbeiteten Schülerrat mit solch trivialen Angelegenheiten zu belasten, und ich werde mein Bestes tun, um euer Leben zukünftig in dieser Hinsicht zu erleichtern. Zumindest, wenn Shizune hinschaut. Den letzten Teil sage ich mit einem Zwinkern in Michas Richtung, die daraufhin endgültig ihren Kampf gegen den Lachanfall verliert. Sehr gut gesagt, Hitschern. Ich kichere selbst ein wenig und wir betreten den Klassenraum. Der Unterricht verläuft ereignislos und nach Schulschluss bin ich wieder allein mit Muto. So, es sieht aus, als wären wir alle versammelt für das zweite Treffen des Naturwissenschaftsclubs. Dass er da extra alle sagen muss. Oder ist es das erste? Was denkst du, sollten wir gestern als ein Treffen zählen? Naja, wir haben den Club gestern gegründet, oder nicht? Ist das alles wirklich so offiziell verstanden gegangen? Ich dachte, er wollte uns erstmal noch Überlegenszeit geben, indem er uns ja auch das Buch zum Lesen gibt und keine Ahnung was. Das ist doch eine Club-Angelegenheit, also können wir das gestern ruhig als Treffen ansehen. Moto lächelt auf seine übliche, hölzerne und unbeholfene Art. Ich frage mich, ob die Muskeln in seinem Gesicht für ein natürliches Lächeln einfach falsch geformt sind. Du hast wirklich Talent für sowas, denke ich. Ich meine, logisches Denken. Kann sein. Ein Wissenschaftler spricht mit Autorität, Hisao. Die Antwort wäre gewesen, ja, das habe ich. Wenn die Welt wissen will, wie sie funktioniert, sagen wir es. Auch wenn wir nicht mehr als eine ordentliche Hypothese haben. Aber wir müssen uns trotzdem überzeugend anhören, weil wir die Spezialisten auf diesem Gebiet sind, richtig? Er lacht, um sein unbeholfenes Lächeln über seinen unbeholfenen Witz zu kaschieren. Ich gebe mir Mühe, nicht das Gesicht zu verziehen, aber ich glaube, er hat keinen Erfolg. Ich hatte keinen Erfolg. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Sicher, wir wissen eine Menge, aber niemand ist ein Experte dafür, wie die Welt funktioniert. Schon allein, weil sich niemand sicher sein kann. Ohne Sicherheit keine Experten. Aber wir tun manchmal gerne so, als ob. Aber es gibt auch Dinge, in deren wir uns sicher sein können, oder? Ja, aber auch nein. Wir wissen zum Beispiel, dass es die Schwerkraft gibt. Zur Demonstration nimmt Muto einen Bleistift und lässt ihn fallen. Siehst du? Immer noch da. Aber es ist gut, das ab und zu mal zu überprüfen. Deswegen ist es auch Teil der Experimentalphysik. Deshalb gibt es immer noch Forscher, die sich mit der Schwerkraft beschäftigen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir wissen, wie sie funktioniert. Aber es gibt immer die Möglichkeit, dass irgendetwas nicht so ist, wie wir denken. Also muss man prüfen und prüfen und prüfen. Das ist die die Essenz der Wissenschaft, Hisao. Die ganze Zeit habe ich wie gebannt zugehört. Muto scheint bei diesem Thema richtig enthusiastisch zu sein, denke ich. Manchmal ist das schwer zu sagen. Wie die Welt funktioniert. Wie Menschen funktionieren. Das ist dann doch eher Teil der Psychologie, oder? Wie das Universum funktioniert. Beziehungsweise, wenn es um den menschlichen Körper geht, dann wäre das ja eher... Nee, nicht Anatomie. Biologie? Egal. Auf jeden Fall ist es auch Naturwissenschaft. All diese Fragen beantworten zu können. Und je nachdem, welche Richtung ich einschlage, könnte ich sogar auf etwas stoßen, um mein Herz in Ordnung zu bringen.
Naja, das ist wohl eher nicht meine wahre Priorität. Als wir anfangen, das Buch zu diskutieren, das er mir gestern gegeben hat, finde ich, dass mich das Thema viel mehr interessiert als mein Herzfehler. Bevor wir uns versehen, ist eine Stunde vorbei. Nun, lass uns das Treffen für heute beenden, in Ordnung? Das nächste Treffen machen wir morgen oder übermorgen. Er überlegt einen Moment. Sagen wir übermorgen. Ich muss noch eine Menge Tests benoten. Okay, bis dann. Als ich den Klassenraum verlasse, fällt mir auf, dass ich heute Abend noch gar nichts vorhabe. Amy und ich haben nichts geplant, also solltest du am besten zu ihr gehen und dafür sorgen, dass sie auch tatsächlich zur Schwester geht. Nein! Ich denke, ich gehe in die Bibliothek. Immer noch besser, als in meinem Zimmer Hausaufgaben zu machen. Die Bibliothek fühlt sich immer kühler an als der Rest des Gebäudes. Wahrscheinlich, damit die Bücher nicht durch übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit beschädigt werden. Bücher sind ziemlich widerstandsfähig, aber wenn man sie in gutem Zustand erhalten will, muss man sich ja wenig Mühe geben. Ich habe einige Bücher, die so zerlesen sind, dass die Seiten fast herausfallen. Es scheint unmöglich zu sein, sie noch zu lesen, aber wenn man sie sorgfältig behandelt? Ich gehe zum Schalter, wo Yuko gerade mit irgendetwas beschäftigt ist. Sie lächelt mir zu und winkt, als sie mich kommen sieht. Hallo, Isao. Schön, dich zu sehen. Wonach suchst du denn heute? Nichts Spezielles, denke ich. Ich wollte einfach nicht zurück auf mein Zimmer gehen, das ist alles. Yuko nickt. Naja, wenn du nichts zu tun hast, könntest du mir vielleicht ein wenig helfen, nach etwas zu suchen? Klar, was brauchst du denn? Yuko legt einen Finger auf ihre Lippen und schaut sich vorsichtig um. Sie scheint zu schauen, ob uns jemand zuhört. Geht es immer noch um das Buch, was Kenji geschnappt hat, oder wie? Komm näher. Ich trete zögernd ein paar Schritte näher. Ihr Verhalten macht mich etwas nervös. Yuko senkt ihre Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. Ich suche den Bücherdieb von der Yamaku. Wen? Psst! Die Wände haben Ohren, Isao. Könnten sie zumindest. Aber hör zu, diese fehlenden Bücher, erinnerst du dich? Ja. Nun, sie fehlen nicht einfach nur. Sie wurden gestohlen. Ich bin davon überzeugt. Du hast schon mal sowas in der Richtung gesagt, aber warum bist du dir so sicher? Yuko kommt näher und flüstert noch leiser, falls das überhaupt möglich ist. Weil ich eines seiner Verstecke gefunden habe. Du hast was? Yuko schaut mich triumphierend an. Ich habe eines seiner Verstecke gefunden. Es war unter einer der Treppen im Jungenwohnheim. Drei der Bücher, die ich gesucht hatte, alle da. Ich hatte schon vorher einen Dieb vermutet, aber das ist der Beweis. Also hast du die Bücher wieder? Yuko sieht aus, als hätte ich gerade vorgeschlagen, sie solle nackt herumlaufen. Bist du verrückt? Er darf nicht wissen, dass ich ihm auf der Spur bin. Er könnte untertauchen und sich seiner Festnahme entziehen. Aha, und wozu brauchst du dann meine Hilfe? Gott verdammt, du bist ein Junge. Du kannst das Jungenwohnheim überwachen und schauen, wer die Treppe da benutzt, also als Versteck, wer da Bücher hinlegt und wieder rausnimmt. Yuko schaut sich nochmals in der Bibliothek um und kommt noch näher. Du musst für mich spionieren. Spionieren? Genau. Du weißt schon, wenn du im Wohnheim bist. Auf verdächtige Aktivitäten achten. Was genau zählt in diesem Fall als verdächtig? Ich meine, Kenji ist ein ziemlich verdächtiger Kerl. Aber er geht ja kaum zum Unterricht, da wird er auch kaum in der Bibliothek schleichen, um Bücher zu stehlen. Naja, es kann ja nicht schaden, zuzustimmen, oder? Zumindest kann ich so diese verrückte Unterhaltung beenden. Klar, mache ich, kein Problem. Yuko richtet sich auf und klatscht aufgeregt in die Hände. Großartig. Nun, rede schnell über was anderes, falls jemand hereinkommt. Wie läuft es so in der Schule? Eigentlich ziemlich gut. Morgens laufe ich immer ein paar Runden mit Imi Ibarazaki, stimmt's? Ja. Woher weißt du das?
Ich habe euch zwei im Shanghai bedient. Erinnerst du dich? Ich dachte mir, wenn du mit irgendjemandem läufst, dann wahrscheinlich mit ihr. Sie sieht zufrieden mit sich selbst aus. Beeindruckend, Sherlock. Jedenfalls, ja, wir laufen morgens zusammen. Und, yeah, wir sind nun auch zusammen. Yuko klatscht wieder aufgeregt in die Hände. Wirklich? Das ist großartig. Ich wette, ihr zwei gebt ein tolles Paar ab. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen einander finden, weißt du? Als du damals ins Shanghai gekommen bist, dachte ich mir sogar, ich frage mich, ob der Junge mit einem dieser Mädchen zusammenkommen wird. Ach, wirklich? Yuko scheint nicht zu bemerken, dass ich das ein wenig befremdlich finde und nickt bestätigend. Ja, ich wusste, dass du mit einer von ihnen zusammenkommen würdest, weißt du? Ich habe ein Auge für sowas. Allerdings. Ihr Gesicht verdunkelt sich leicht. Ich selbst habe nicht so viel Erfolg. Ach, ich bin mir sicher, dass das nicht stimmt. Oh doch, es stimmt. Ich habe da mal diesen Kerl getroffen. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Aber es stellte sich heraus, dass er jünger war als ich. Und das war etwas komisch, aber nicht wirklich schlimm. Aber dann ist er eines Tages einfach verschwunden und ich habe ihn seitdem nicht wiedergesehen. Das hört sich ziemlich seltsam an. Nicht wahr? Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ich muss ja einfach ein wenig Mut machen. Ich bin mir sicher, dass es nicht an dir lag. Ich will sie noch weiter beruhigen, aber wir schrecken beide zusammen, als es in meiner Tasche plötzlich klingelt. Yuko seufzt, während ich das Telefon aus meiner Tasche hole. Mir ist es ein wenig peinlich, indirekt für den Radau verantwortlich zu sein. Ich kann das nicht aussprechen, verdammte Axt. Halt mich für verrückt, halt mich. Halt mich, dass ich schlafen kann. So, jetzt aber. Halt mich mit...